Herzlich willkommen zu dem heutigen Video. In dem heutigen Video schaue ich auch in die Karten für dich, was erwartet dich in deinem Zwillingsflammenprozess. Mein Name ist Valeria Tochtenhagen. Ich unterstütze dich rund um das Thema Liebe, Partnerschaft, Zwillingsflammenverbindung, Seelenpartnerschaften, Persönlichkeitsentwicklung und spirituelle Entwicklung als Coach, Hypnose-Master und spirituelle Lehrerin. Wenn du dir gerne den kostenfreien Erstgespräch mit mir buchen möchtest, alle Infos findest du in der Infobox. Bleibe unbedingt bis zu dem Ende des Videos dabei. Heute bringe ich dir die Witch-Lenormand-Karten mit und das ist wirklich wundervoll. Die Karten liebe ich, die haben so einen richtig, richtig schönen Glanz und also sind total edel, aber auf die Botschaften kommt es an. Lass uns vier Karten aus dem Deck ziehen. Ich lasse mich intuitiv führen, was erwartet uns heute. Denn das sind Impulse, die sind fast, also täglich mache ich diese Videos, damit du auch wirklich weißt, was du auch hier verändern kannst. Und natürlich kannst du auch deine Zwillingsflammenprozess auch energetisch unterstützen. Du kannst auch die Energien von Vollmond, Neumond oder Portaltage auch nutzen. Und auch natürlich bestimmte Venus-Energien. Denn da zelebriere ich auch für dich immer wieder einen Ritual. Ich zelebriere einen Ritual, was euch da wirklich auch näher bringen kann oder in Gleichgewicht bringen kann. Und unterschätze mal die Energien nicht, denn Energie ist alles. Und energetisch und positiv energetisch kannst du sehr vieles dadurch in eure Verbindung bewirken. So, wenn dich das näher interessiert, schau dich einfach in meinem Shop um. Da findest du täglich die Angebote, womit ich dich begleiten kann. So, wir schauen jetzt mal. Ich habe vier Karten bekommen. Ich habe hier wirklich die Karma-Karte bekommen. Die Karma-Karte symbolisiert hier für mich, ja, dass es jetzt ein karmischer Zyklus da ist und es ist wirklich wichtig, dass man bestimmte Dinge loslässt im Leben, ja. Und zwar, wenn diese belastende karmische Zyklus zu Ende ist, dann bedeutet das, dass auch was Neues bevorsteht für dich, ja, dass das auch schneller gehen kann, denn das ist das, was euch wirklich dabei hindert, dass sich eure Verbindung weiterentwickeln kann. Karma. Auch in der Zwillingsflammenverbindungen gibt es Karma, karmische Lektionen, Aufgaben. Wenn ihr das überwunden habt, dann geht es rasend schnell, auch für dich. Es geht darum, deine Zwillingsflamme ist treu zu dir. Da zeigt sich hier die Treue, wie du siehst. Der Hund symbolisiert hier für mich immer die Treue. Oder ist das eher der Fuchs? Also ich glaube, der Fuchs. Und da kannst du auch wirklich erkennen, ja, dass das schlau erkennen, dass die Karma wirklich, wenn der vorbei ist, dass es sich eine schnelle Entwicklung stattfindet. Denn das ist jetzt in dem Fall keine Enttäuschung, keine Falschheit, sondern eher wirklich ein tiefes Wissen, ein tiefes Anerkennen, schlau sein, die Zusammenhänge verstehen. Und darauf kommt es wirklich an. Es geht doch darum, wirklich hier, also in der Tiefe zu gehen, also in der Tiefe auch in dem Verborgenen, was du jetzt hier auch wirklich siehst, also in dem Verborgenen, also auch in dem Unterbewusstsein, denn das symbolisiert jetzt für mich, ja, das hat schon wirklich seinen Grund, warum alles so passiert, wie der passiert, und das ist wirklich so, ja, weil im Verborgenen,
wenn du bewusst bist, erkennst du, dass im Verborgenen immer ein tieferer Sinn dahinter steckt. Und dass also nicht so oberflächlich die Sachen auch in diesen Verbindungen stattfinden oder passieren, sondern wenn du auch in dem Problem erkennst, dass vielleicht dieses Problem eine Lösung für dein ursprüngliches Problem ist, dann bist du in deinem Bewusstseinswerdungsprozess drin, denn du verstehst, also von der höheren Ebene, du schaust aus dem Tellerrand hinaus, über den Tellerrand und blickst ganz von einer anderen Ebene oder bekommst eine ganz andere Sichtweise auf die Dinge. Ja? Im Verborgenen hast du das schon erkannt und bist dir sehr wirklich bewusst. Und weißt du auch, wenn du diese Karma alles überwunden hast, dann geht es rasend schnell mit euch und zwar wirklich so schnell, also zu dem Neuanfang. Und dieser Neuanfang steht euch wirklich bevor mit einer Leichtigkeit, mit einem jugendlichen Spirit, so spielerisch, wie du siehst, dieses kleine Kind zerfetzt hier den Kissen und die Feder fliegen dahin. Also das heißt, du kannst hier wirklich mit Leichtigkeit beginnen und das geht so schnell und das ist doch wirklich wundervoll. Und morgen haben wir auch einen Portaltag und auch einen Neumond und da gibt es auch ein Video dazu und natürlich auch ein Ritual und Energiearbeit. Sei auch einfach morgen dabei. Ich freue mich auf dich. Ich danke dir auch für die Kommentare und sage bis ganz bald.